Hallo, liebe Freunde des gepflegten rundenbasierten Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Civilization 6 gemeinsam mit Mr. Murp. Hallo. Hallöchen. Und ich bin immer noch im Krieg mit den Japanern. Und ich werde jetzt irgendwie, also neue Aufnahmesession und ich will jetzt irgendwie bald gegen die Chinesen vorgehen. Habe ich mir jetzt so vorgenommen. Das ist nicht ein Ausrufezeichen. Murp ist beigetreten. Ach, das ist ja schön. So, ich mache mal Runde beenden. Da habe ich gerade eben auch schon drauf. Warte mal, ich gucke hier gerade eben noch ein paar Dinger durch. Handelsposten erstellt habe ich jetzt in Berlin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich habe beobachtet halt, dass ich einfach viel zu wenig auf diese Dinger hier achte. Aber ich finde die jetzt halt auch nicht besonders... Hoch? Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um genau, also ich werde auf jeden Fall jetzt überall dort, wo jetzt was fertig wird in irgendwelchen Städten, werde ich versuchen, eine Einheit zu bauen. Ach, mein Hafen ist dann doch in zwei Runden endlich repariert. Wow! Moment, da habe ich schon geschossen. Jerusalem wurde besiegt, ja, interessanterweise von mir selbst. So. Eine Stadt benötigt Nahrung. Ach, die hier unten. Ja, weil die... Obwohl, die Krabben liefern gar keine Nahrung. Übrigens, warte mal, ich muss hier schon wieder einstellen. Hier die ganzen Kartenoptionen müssen erstmal wieder eingeschaltet werden. Könnte den Reis, könnte ich mir noch holen. Und hier oben das Weizen. Geht das immer gerade nicht. Das ist nicht mal blöd, dass wenn man auf den Rundenwechsel vom Partner wartet, dass man nicht nochmal durch die Städte irgendwie klicken kann oder so. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade, weil dann könnte man zumindest schon mal so ein paar Sachen sich angucken, dann für die nächste Runde. Ach, warte mal, ich warte hier immer noch. Ach so, ihr wartet immer noch auf mich, scheiße. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich wieder irgendeine Einheit bei dir. Ja, sogar mehrere. Und ich hab's erst gar nicht gerafft, gerade eben. Das ist mir aber auch schon passiert. Du drückst auf Runde beenden und denkst halt, warum geht's denn nicht weiter? Ach, huch, da ist ja noch eine Einheit, mit der du was machen sollst. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das Spiel nicht in der Lage ist, dir wirklich alle Einheiten, die was machen sollen, bevor du den Button drückst, irgendwie anzuzeigen. Das ist, Also ich hab jetzt auch das gemacht. Also ich habe das automatische Hin- und Herspringen von Einheit zu Einheit habe ich jetzt wirklich manuell deaktiviert durch das Ändern im Quellcode, wie es mir empfohlen worden ist. Und das spielt sich einerseits jetzt wirklich tausendmal angenehmer. Auf der anderen Seite ist es auch verwirrend. Weil du halt manchmal es nicht merkst, dass die Runde nicht weiterläuft, ne? Ja. Okay. Warte mal, hier diesen Armbrustschützen. Kann ich den upgraden? Ne, kann ich nicht, aber den kann ich mal hier rüberziehen. Gegen den... Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal schon angefangen, Einheiten hier vorzurücken. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht anfange, in Sächsische abzurutschen, weil wir sind nämlich gerade mit der Aufnahme für DOT mit Dialekt fertig. Ja, das geht mir genauso, habe ich am Anfang schon gesagt. Und das Problem ist, dass es mir mehrfach gerade eben schon wieder fast passiert wäre. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, Produktion wählen. Nein, ich habe gesagt, ich baue jetzt hier eine Einheit. Und zwar... Ach, die Interessanten dauern natürlich ewig lange. Ha. Warte mal, jetzt springt der ja doch wieder hin und her. Ich hab das deaktiviert gehabt. Ach, hat der wahrscheinlich gepatcht und hat es sofort wieder geändert oder sowas. Ich weiß nicht, ob es einen Patch gab. Gab's einen Patch? Ich weiß es nicht, aber ich habe es definitiv deaktiviert gehabt und er tut's doch noch. Oder wieder. Ja, er tut's. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das deaktiviert gehabt hatte. Sehr sicher. Ein Spion auszubilden dauert in der einen Stadt gerade mal eben 51 Runden, ist klar. Das dauert alles ewig lange, ach, weil hier noch kein Arbeiter war. Das nenne ich mal ein ambitioniertes Vorhaben. Ja, definitiv. Das ist es, Salpeter. Was mache ich denn da jetzt hier in der Stadt? Das finde ich jetzt aber schräg. Ohne Witz, das finde ich jetzt schräg. Wir bauen mal ein Lager. Ach, das Lager kann man nicht direkt ans Stadtzentrum angrenzend bauen. Das ist natürlich jetzt blöd, weil dann müsste ich jetzt hier... Ach gut, dann bau erstmal den Hafen. Boah, der Japaner hat aber echt noch einige Städte. Ach Gott, der hat ja die Petra. Ah. Ja, die ist irgendwie... Die ist gut, wenn du eine Stadt mit Wüstenfeldern hast. Ja, ja, aber der hat es, der Japaner hat es total bekloppt gemacht. Der hätte das Ding ganz woanders bauen müssen. Das Geilste, was dir passieren kann, ist so, wie er es hier gemacht hat bei mir. Also du siehst es gerade eben nicht. Wenn du Wüste mit Hügel hast, dann bekommst du Felder mit 2 Nahrung, 4 Produktion und 2 Gold. Nice.
Ohne ist es halt nur eine Produktion und der Rest bleibt gleich, aber es ist, also ich habe das in meinem Singleplayer-Spiel, habe ich das hingekriegt mit drei Hügeln und dann hast du halt, das ist rockt halt, weißt du. Bin ja gerade ein bisschen entsetzt, ich stehe hier gerade einem Apostel gegenüber. Warte mal, warum verliere ich so viele Hitpoints, wenn ich ihn angreife? Was hat denn der denn? Warte mal, Bonus für Schwierigkeit. Ist das meine Einheit? Ich verstehe das gerade nicht. Nö, das ist seine Einheit. Plus 20 religiöse Stärke im theologischen Kampf. Warte mal, das will ich auch. Warum habe ich das nicht? So, Tokio habe ich jetzt. Ach, doppelter hier. Glaubensgewinn durch heilige Städte bezog habe ich hier. Stadtmauern. Nee, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Dann bleibt mal da stehen. Eigentlich müsste ich ja auch so eine Religion erobern auf Dauer, oder? Das weiß ich nicht genau. Also du nimmst halt Städte, wo die Religion drinne ist, aber ich weiß nicht, wie das dann... ob du dann auch die Religion... Ja, ich erober also, doch irgendwann die heilige Religion Städte. Wird. So rein von der Logik her, wenn ich der Besitzer der heiligen Städte bin... Aber was weiß ich von Logik, ne? Du hattest mir am Wochenende, glaube ich, geschrieben, dass du rausgefunden hast, wie Religion funktioniert. Ja, ja, aber ich habe damit nichts gewonnen. Also ich habe jetzt mit einer indischen Truppe, also nicht die, wo ich mit Tracy gespielt habe, sondern selber nochmal so ein bisschen, weil mir die Inder recht gut gefallen haben, habe ich den Buddhismus gegründet und habe im Grunde alle Städte konvertiert, habe aber trotzdem keinen Religionssieg bekommen. Mhm. Also ich weiß nicht, was man noch tun muss, um da was zu bekommen für. So, Moment, jetzt muss ich erstmal hier... Ach nee, ihr warten schon wieder auf mich. Weil schon wieder einer... Also das verstehe ich manchmal nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das Spiel erst dann, wenn du klickst, errechnet, ist schon alles bewegt worden. Ja, das, den Eindruck habe ich auch. Also ich muss jetzt mal eine Kritik an dem Spiel äußern, so grundsätzlich, auch weil ich ein paar Erfahrungen gemacht habe bei dem Kampf der Titanen mit Tracy und so. Ich finde das Spiel, das sage ich vorneweg, gut, es macht Spaß. Aber es ist an manchen Stellen ein bisschen unsauber gemacht. Und das sind diese Kleinigkeiten. Und auch die Übersetzung ist wie aus dem Google Translator, also... Da hat man manchmal die Zweifel, dass da jemand am Werk gewesen ist bei der Übersetzung. Also Bonusse statt Boni. Ne? Nur als Beispiel zu bringen. Als ob da jemand dran gesessen wäre, der das nicht wirklich gelernt hat oder so. Ich warte jetzt aber auch schon seit einiger Zeit mal auf den Patch. Weil ich glaube, es kam noch kein Patch. Kann gut sein. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Heute ist der 16. Ja. So, euch nehme ich ja die Dinge weg. Dann gehen wir mal dahin und können schon mal hier auf Gifu schießen. Scheiße, wieder hier mit seinem blöden. So, ihr müsst jetzt hier noch heilen. Ihr geht dahin und heilt hier auch noch. Ah, mein Spion war erfolgreich. Sehr gut. Was mache ich denn jetzt mit dem Typen hier? Ich glaube, ich reiß hier einfach hier den... Ach nee, warte mal. Hier kann ich bei den Orangen kann ich was machen. Ja. Ich habe Orangen ab jetzt. Cool. Nice. Und was ist das jetzt hier geworden eigentlich? Hatte ich eigentlich jetzt den Chinesen schon so weit denunziert, dass ich ihn den Krieg erklären kann? Ich habe eine Fregatte. Casus Belli. Okay. Gucken wir noch mal kurz nach. In der Weltrangliste, wo der Chinese jetzt gerade steht. Militärische Stärke 701 und wir haben wir sind relativ gleichwertig. Ja, du, das musst du locker sehen. Ne? Ich habe ja den Deutschen angegriffen, da war der dreimal so stark wie ich. Das kriegst du schon hin. Nur nicht verkacken. Na dann, würde ich jetzt mal sagen, auf in den Krieg. Casus Belli. Heiligen Krieg erklären.
da einen Heiligenkrieg? Na, das, da ist der Kriegstreiber Malus nicht so hoch. Ach, mich, was interessiert mich Kriegstreiber Malus? Ich habe schon mehrfach bewiesen. Wenn ich schon die Auswahl habe, ist es mir, nehme ich ja natürlich auch die, die jetzt mich nicht so. Das ist richtig. Ja, aber ich habe bis jetzt halt immer die Kriege erklärt, weil sie so. Soll doch, wenn es jemand nicht passt, soll er doch herkommen. Stimmt. Also ich bin derjenige, der gleich zwei Zivilisationen ausgelöscht hat, ne? Brasilianer, ne? Chinesen, ne? Norweger. Habt ihr irgendetwas zu sagen zu dem Thema? Nicht? Ja, dann seid weiterhin ruhig. Keine Sorge, ich komme auch noch früh genug bei euch vorbei. Auf der anderen Seite, ich würde natürlich schon gern irgendwie auch das Late Game sehen, ne? So. Ich auch. Ich möchte wissen, was hier ist. Aus diesem Grund baue ich jetzt mal. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich baue dann eine Bombarde, die entsteht dann da und dann kann ich hier rumlaufen mit der und im Zweifelsfall kann ich dann hier alles verteidigen. Übrigens braucht er jetzt nochmal 8 Runden, nachdem er. Also, er hat jetzt 10 Runden gebraucht, um den Hafen zu reparieren. Und braucht jetzt 8 Runden, um den Leuchtturm zu reparieren. Das sind 18 Runden. Am Arsch. Das ist übertrieben, ne? Also. Das ist. Also, da laff ich. Also, ein paar, wie gesagt, ein paar Sachen sind einfach nicht so wirklich nachvollziehbar, finde ich. Ja. Ich verstehe auch nicht, also ich weiß, warum sie es rein von der Spielmechanik her gemacht haben, aber ich verstehe rein von der Logik her nicht, warum die strategischen Ressourcen, also ich bin gerade auf der falschen, warum man die nur einmal nutzen kann. Weißt du, ich hätte es anders gelöst. Ich hätte es dann so gelöst, dass du dann jedes Mal weniger Nutzen von ihr hast. Also erstmal sind es 4 Städte, dann sind es 3 Städte oder sogar plus 2 und am Ende nur noch eine, weißt du, so. Es ja. Macht einfach keinen Sinn, wenn du 4-mal zum Beispiel, keine Ahnung, was ist denn eine strategische Ressource? Pferde hast. Pferde, das bringt in dem Fall gar nichts. Nee, ich meine Luxusressource. Sowas meine ich. So rum. Ich rede von Luxusressourcen, nicht von strategischen Ressourcen. Warum die Luxusressourcen dir da nichts bringen? Oder auch bei strategischen Ressourcen fände ich es eigentlich gut, wenn diese dir einen Bonus bringen würden, also dass zum Beispiel Dinge die günstiger werden, zum Beispiel Reiterei. Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, umso mehr Pferde du hast, weil der Preis ja allein durch den Marktwert, durch das Überangebot runtergehen müsste, weißt du? Ja, ist richtig. Das ist so bekloppt. Ich könnte jetzt schon das Ruhrgebiet bauen. Denn alles gegen die Natur ist. Kann ich von. Nee, kann ich nicht. Handelsrepublik. Stadturkunden, Handelsbezirksbonus, Nachbarschaftsbonus für Industrie. Gold und Glauben für Dinger. Gold und Glauben bringt mir echt gar nichts. Goldertrag für Handelsgebäude. Bringt mir, glaube ich, deutlich. Ja, bringt mir mehr tatsächlich. Bringt mir deutlich mehr. Oh, mein Armbrustschuss hat ja so gut wie gar nichts auf den blöden, auf das blöde Musketier gemacht. Nachrücken. Ich habe halt jetzt gerade ein Problem, dass hier das so eng ist. Da kriege ich meine Einheiten nicht schnell genug durch und kann sie natürlich auch nicht auf voller Breite aufstellen. Das ist ein bisschen blöd. Weißt du, auf was ich mich mega freue? Auf die Zeit, sobald ich Heißluftballons habe. Die gibt's hier nur bei dir, oder? Nee, die kriegen alle, aber die sind halt technologisch noch ein bisschen später, weil wenn du die über Artillerien wie eine Bombarde platzierst, dann bekommen die plus 1 Feuerreichweite. Das heißt, das heißt, ich könnte 4 Felder weit ballern. 4! Finde ich krass. Ich muss ja gerade mal ein bisschen die Religion bei mir noch ein bisschen im Land verbreiten. Oh, hier zum Beispiel. Komm, Missionar, geh mal da runter. Ey, warum kann ich hier nicht. Hallo? Ah, jetzt. So, Gifu hat gleich die Nase voll. Die haben gerade ordentlich gefressen. Ja, dich hatte ich doch schon. Dann beweg dich halt mal dorthin und mal gucken, ob die Stadt von da auf dich schießen kann. Hey, das ist Kyoto, da kann ich das Protokoll abholen. Aha. Okay, Händler.
Fukuoka ist hier auch. Oh, Peter der Zweite hat mich denunziert. Oh. Oh, das ist ja bedrohlich. Wenn er da steht und die Faust ballt, ne? Ja, so ungefähr. Ich bin gespannt, was der Chinese jetzt hier macht. Der ist auf jeden Fall schon ein Zeitalter weiter, weil seine Städte sehen schon modern aus. Meine nehme ich noch nicht. Das kann aber allein durch die, durch die Kulturforschung sein. Also ich nenne es Kulturforschung, das Spiel nennt das Ausrichtung. Finde es auch ziemlich fragwürdig von der Übersetzung her, weißt du? Ja. Also es gibt Ausrichtungen da drin, aber es ist nicht automatisch eine Ausrichtung, deswegen. Produktion für Handwerker, ja komm, wir nehmen das da. Und die normale Technologie. Was wollen wir denn haben? Ballistik wäre, glaube ich, ganz cool. Meine Armbrustschützen zu Kanonieren machen. Ruhegebiet, verbotene Stadt. Bombarde, Militärpionier, Reiter. Brauch ganz, ganz kurz. Ich bin gerade eben ein bisschen. Ach komm, jetzt machen wir die mittelalterlichen Mauern. Was soll der Scheiß? Baltimore. Was braucht Baltimore? Naja, irgendwie braucht Baltimore von allem Moor, aber. Was für ein Wortwitz. Ja, das ist halt, bietet sich an in dem Fall. Jetzt habe ich auch noch einen Reiter. Ach, ich weiß, warum ich den Reiter habe. Den habe ich dafür. Um die buddhistischen Mönche niederzureiten. Hast du jetzt schon Krieg mit dem Japaner? Ja, schon seit geraumer Zeit. Na weil dann, warte mal, dann mache ich jetzt, kann ich das jetzt noch nachholen? Könnt ihr mir auch erstmal. Brauchst du deswegen jetzt nicht keinen Krieg erklären? Weil der geht mir halt mit seinen blöden Mönchen auf den Sack. Aber vielleicht versiegt ja auch der Strom zu mir, wenn er erstmal durch dein Land durch muss, weil dann kommen irgendwann keine Mönche mehr von ihm. Es kommen auch gerade eben weniger, weil er hat schon die Hälfte seiner Städte verloren und ich jage seine Glaubensbrüder. Sehr gut. Was ist jetzt los? Irgendwie gab es gerade einen Sound, keine Ahnung warum. Ich habe das gerade nicht nachvollziehen können. Okay, die Stadt kann ja hinschießen, das ist natürlich nicht so gut. Aachen. Was bauen wir denn in Aachen? Oh, jetzt kann ich wohl Infanterie. Ah, da hätte ich mal erwarten können, bevor ich Krieg erkläre, hätte ich mir noch die Einheiten upgraden können. Aber dann kann ich das mit dir hier auf jeden Fall machen. Boah, endlich Lissabon, meine Fresse. Boah, ist das geil. Es ist genauso, wie ich es mir erwünscht habe. Warte mal, was ist denn da los? Treibungs- und Minenbezirk. Minenbezirk. Ich brauche halt irgendwie einen Wasseranschluss oder einen Fluss oder so einen Scheiß. So, Infanterie. Du baust. Ach komm, Universität. Dann bau den Hafen doch hier weiter. Was ist denn dein Problem? Angrenzende Steinbrüche. Ja komm, wir machen es dahin. Oder erstmal einen Händler. Ah, wir bauen erstmal einen Händler. Da. Trier. Bauen wir jetzt auch noch die Fabrik, oder? Ja. Es sind gerade einige Dinge, die ich bauen muss. Jerusalem baut auch Dinge. Tempel. Nee. Was? Was ist los? Ich habe gerade mit einer Musketiereinheit, die auf 90% war, eine Bombarde angegriffen. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt auf 10% bin und die Bombarde hat gerade mal 10% ihrer Hitpoints verloren. Willst du mich veralbern? Das klingt sehr unwahrscheinlich. Das ist totaler Bullshit. Das war für mich ein Autowin gerade. Sonst wäre ich gar nicht so aggressiv da drauf gegangen. Ich kann dazu gerade relativ wenig sagen. Also ich weiß es echt nicht. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Das höre ich. Ähm.
Ich lasse sie einfach schießen wegen der Erfahrung. Also Gifu fällt jetzt hoffnungslos. So, was kann ich hier noch machen? Straße verbessert. Ah, nice. Komm, ihr könnt ein Erfahrungs-Level-Up machen, wenn ihr das schafft. Der Japaner hat das Versprechen mit mir gebrochen, dass er meine Städte nicht bekehrt. Ich glaube, jetzt denunziere ich ihn mal hier. Kannst du mir glauben, der hat andere Probleme. Ich sage ihm erstmal, dass er damit aufhören soll. Ich finde dich kacke. Ich habe ihm erstmal gesagt, dass er damit aufhören soll. Mal gucken, ob er das jetzt immer noch macht. Oh, ja, das Problem ist halt, dass er jetzt hier, er macht auch meinen Inquisitor kaputt. Das ist natürlich scheiße, den habe ich mir teuer gekauft. Kaufen, Wassermühle, so. Und dann tun wir sofort den Kommspeicher reparieren. Diesmal ist gar nicht so viel. Manchmal verstehe ich nicht, manchmal habe ich das Gefühl, geht nicht so viel kaputt. Bei den Gebäuden, weißt du? Verstehe ich manchmal nicht so ganz. Ja, ich verstehe das manchmal auch nicht so richtig. Ja, Peter, du hast mich denunziert, das hast du vor. Kriegstreiberei, ach komm, halt die Klappe. Ich mach gleich mal Kriegstreiberei. Über sowas reden wir doch schon gar nicht mehr, über Kriegstreiberei, ne? Das Thema ist doch durch! So, nach Köln. Ein bisschen Geld verdienen, schicken zu dir. Ach, wie süß. Hast du jetzt mal rausgefunden, wozu dieses Korb-Bilden gut ist? Oder Korps-Bilden? Ja, also ich habe es inzwischen rausgeredet, indem ich mal genauer nachgeguckt habe. Also du bekommst nicht mehr Lebenspunkte, sondern einfach dieser Kampfstärke-Wert, der wird halt höher. Aber der verdoppelt sich nicht, sondern das ist irgendwie so, wenn du vorher 70 hattest, wirst du halt beim Armee hast du dann halt 87. Das klingt jetzt nicht viel, aber im Kampfergebnis macht es dann doch eine ganze Ecke Unterschied. Okay. Ist halt ein bisschen verwirrend. Ich überlege nämlich gerade, ob ich jetzt zwei Bombarden zusammenlege, aber dann habe ich halt nur noch eine. Was jetzt unbedingt so Sinn macht. Du bist halt auch mit zwei Einheiten ein bisschen flexibler, ne? Das ist richtig. Lass das jetzt erstmal. Beweg die mal da. Ah, nee, will ich eigentlich auch nicht. Überspring mal die Runde. So, überspringen. So. Bin gleich soweit. Er kann sich nicht bewegen, dann auch überspringen. Warum geht Space nicht? Hallo. Ich glaube, ich kann das Ruhrgebiet gar nicht hier bauen. Mal gucken. Ruhrgebiet in der Suche. Ruhrgebiet. Muss in einem Fluss neben einer Industriebezirk, Fabrik. Ach, scheiße. Nee, geht wirklich nicht. Was denn jetzt noch? Oh, er hier. Das heißt, das kann ich wirklich nur hier bauen. Also hier. So, mal gucken, was der Chinese jetzt macht. Höchstwahrscheinlich macht er mir das Musketier hier kaputt. Mit der Bombarde, die auf einmal irgendwie im Nahkampf mega gut ist. Naja, du weißt nicht, wie die gelevelt ist. Und die ist halt eine Tech-Stufe über denen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Bombarde ist eine Tech-Stufe über den Musketieren? Ach nee, über den Musketieren nicht. Nee, über Armbrustschützen. Ich dachte, es wären Armbrustschützen gewesen. Nee, es war ein Musketier. Deswegen habe ich mich ja so gewundert. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt stehen natürlich Armbrustschützen direkt gegenüber vom Musketieren. Das wollte ich jetzt natürlich vermeiden. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal hier. Hä? Lauf dir da mal hin? Ach, da ist er an einem Weg. Ups. Wenn die Position wechseln. So, jetzt tue ich Kyoto schon angreifen. Ja, geh mal dahin. Bis die Bombarden ankommen, das dauert halt noch ein bisschen. Boah, vielleicht soll ich einfach Fukuoka schon angreifen. Also beide Städte parallel. Och, warum springt der denn jetzt zu einer anderen Einheit? Warum? Ich klicke eine Einheit an und der springt über die ganze Karte woanders hin. Was soll das? Ja, das ist ja genau dieses Dingensproblem. So, verschanzt dich mal dort. Kann er? Nee, kann er nicht. Dass ich dachte, ich hätte es deaktiviert, aber es ist wieder da. Vielleicht liegt es auch an diesem Speicherstand, weißt du, weil wir da
damit angefangen hatten. Kann auch sein. Wald, Dschungel, Hügel oder Sumpf. Nee, ich will plus eins vom Bogen. Er hat's schon wieder gemacht. Hör damit auf. Ich habe teilweise das Gefühl, dass die KI häufig keine Aquädukte baut. Nein. Was kostet denn eine Infanterie? Hat eine ordentliche Reichweite. 900! Ich finde auch, dass die an den Einheitenpreisen mal irgendwas machen müssen. Also ich, weißt du, ich... Krass hoch, ne? Ja, eine Infanterie kostet 940 Geld. Also mal abgesehen davon, dass sie schon teuer sein muss, dass du nicht einfach mal so ständig die Einheiten kaufen kannst. Aber wer hat denn 940 Credits rumliegen? Macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß, was du meinst. Das ist schon sehr, sehr viel Geld. Jetzt verfolgt er meinen Inquisitor hier. Ich glaube, es hackt. Der norwegische Protestantismus versucht seinen Weg nach Charleston. Huch. Ach komm, jetzt reit endlich die Typen nieder, ey. So, sehr gut. Die Bombarde. Kann ich da nicht... Guck mal, wer bist du denn? Könnt ihr nochmal? Nee, ihr könnt nicht. Gut, dann überspringen wir. Ich glaube, die nächste Folge ist dann auch schon... die nächste Runde ist dann auch schon die letzte für die Folge. Mhm. Könnt ihr die Fregatte jetzt? Mal gucken, ob ich mit der irgendwas machen kann. Beweg dich mal noch mit dahin. Oh, ich bin gespannt, ob ich mit dem jetzt da hinschießen kann. Könnte sein. Oder vielleicht gerade nicht. Ah, der mit seiner scheiß Kanone hier. Okay, wir sind wieder dran. Oh, krass ist die Reichweite, ey. Ich habe Schiffe, also ich habe ein Schiff, das hat plus 1 Reichweite und das rockt, sage ich dir. Okay, nice. So, was mache ich denn jetzt hier? Kampf gegen... Guck mal hier, das ist doch schon mal geil. Plus 4 Kampfstärke im Kampf gegen Zivilisationen, die anderer Religionen angehören. Das ist doch auf jeden Fall das, was ich jetzt gerade ganz gut gebrauchen kann. Klingt auf jeden Fall so, ja. Das mache ich auf jeden Fall. Was heißt denn eigentlich dieses 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen? Heißt das, die leveln schneller, die brauchen weniger XP, um einen Skill zu leveln? Nee, du brauchst weniger Gold. Wenn du die Einheiten doch verbessern willst, dann kostet es doch jedes Mal Gold. Ja gut, das kann ich jetzt auch gerade gut gebrauchen, weil meine Musketiere, die hier zum Beispiel gerade stehen, einfach mal gleich upgraden zu können. Oh, wie lange braucht denn das, um diesen Buddhismus hier aus dieser Stadt rauszukriegen? Inquisitor. Ja, den möchte ich gerne hier hinten einsetzen, aber da komme ich nicht durch, weil dieser blöde Apostel die in Einheit angreift. Deswegen Runde überspringen. So, was haben wir denn jetzt? Ich mache gerade ordentlich Geld, weil ich die Handelswege des Japaners auch noch nebenher plündere. Macht auch Laune. Okay. Du greifst da an. Boah, jetzt Tundra geht. Greifst den an. Greifst. Ach, hier ist auch eine Bombarde. Aber erstmal müssen die weg. So, hab ich die jetzt alle. Da ist auch noch einer. Händler. Also, dann. Die Menge an buddhistischen Mönchen, die zu dir kommt, die dürfte sich inzwischen drastisch reduziert haben. Ja, das sind gar keine mehr. Hier stehen noch ein paar rum, aber die lasse ich jetzt einfach, die greife ich jetzt nicht an, die lasse ich einfach missionieren, dann verschwinden sie von selber. Also im Sinne von, dann haben sie irgendwann ihre, Betreiben den missionarischen Selbstmord. Sozusagen. Warte mal, kann ich nicht eine Einheit sich hier upgraden? Komm, greif du jetzt mal ihn an. Du machst den da. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Sobald O'Hare fertig ist, sind wir auch mit der Folge fertig. Muss ja noch kurz ein Musketier zerstören. So tun sie das.
Und damit, ja, ich bin fertig. Okay, dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch auch mal beim O'Hare rein, wenn ihr bei mir zuschaut. Oder auch gerne andersrum. Einladung. Zuschauer von O'Hare dürfen auch gerne mal bei mir reinschauen. Und lasst vor allem auch beim jeweiligen dann ein Däumchen oben da. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüssi. Ciao, ciao.